Played by the Community. Hallihallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Heute mit dem Drive Ready Sale der Drake Mule, dem neuen kleinen Bodentransportfahrzeug von Drake Interplanetary. Mit unzähligen Verträgen, die von Unternehmensinteressenten oder noch schlimmer der Regierung geklaut wurden, war der Wettbewerb um ehrliche Arbeiter, die versuchen ihren gerechten Anteil zu verdienen, härter als je zuvor. Wer wird also diese kostbaren paar Jobs zu schnappen bekommen? Ein Neuling in einem überladenen Rover oder ein erfahrener Fahrer in einem sechsrädrigen Biest, das fein abgestimmt worden ist, um kleine Frachtmengen beherrschen zu können? Sie nennen Mules stur, aber wir sagen, sie wissen einfach nicht, wann sie aufhören sollen. Von persönlichen Lieferungen bis zum Entladen von Industriefrachtern ist die Mule das Biest für ihren Job. Ja, so lautet der Verkaufstext auf der Sales-Page, die ich euch selbstverständlich auch in der Videobeschreibung verlinken werde, damit ihr dort, wenn ihr möchtet, die Mule erwerben könnt. Ja, bevor wir zu allen weiteren Informationen kommen, gehen wir erstmal wie immer auf die grundsätzlichen Spezifikationen ein, die bei diesem kleinen Fahrzeug natürlich überschaubar ausfallen. Die Mule ist 4,20 Meter lang, 3 Meter breit und 2,70 Meter hoch und damit ein sehr kompaktes Fahrzeug, das in die meisten Raumschiffe passen sollte, die irgendwie Fahrzeuge aufnehmen können. Cutlass zum Beispiel passt oder auch größere Schiffe wie die Carrack passen natürlich auch. Die Komponentengrößen sind alle in Vehikelgröße angegeben und sie hat eben von jedem entsprechend eins. Außerdem haben wir keine Waffen mit an Bord der Mule, das bedeutet, sie kann sich nicht verteidigen, was aber für so ein kleines Transportfahrzeug auch auf jeden Fall die richtige Wahl ist, versteht mich da bitte nicht falsch. Das Fahrzeug ist gedacht für eine Person, mehr Leute können also nicht mitfahren. Und die Kernkompetenz des Fahrzeugs ist natürlich der Transport von Waren und entsprechend schauen wir uns mal an, was sie denn überhaupt so transportieren kann. Wir haben hinten links und rechts in diesen Gittern obendrauf die Möglichkeit, jeweils 3, also insgesamt 6 Handboxes mitzunehmen. Also diese Boxen, die man auch in Außenposten findet und die man dann entsprechend normalerweise händisch zum Raumschiff tragen muss, die könnt ihr oben in die Gitter reinlegen. Und außerdem haben wir noch die Möglichkeit, hinten unter der Mule und vorne in diese Klammern eine jeweils ein SCU-Crate, also Kiste, reinzupacken und dort dann aus Außenposten oder Ähnlichem den ganzen Stuff reinzuwerfen. Ist eine ganze Menge Platz, ein SCU, vertut euch da mal nicht. Und entsprechend haben wir da also eine ganze Menge Transportplatz drin. Bevor wir zu weiteren Details, dem Q&A und auch den Preisen kommen, schauen wir uns die Mule aber mal erst in-game an. Ja Freunde, wir sind hier mal unterwegs auf der Mondoberfläche von Deimar und fahren mit der Mule mal so ein bisschen durchs Gelände und sie ist ganz gut im Gelände, muss man sagen, aber so ein paar Situationen mag sie gar nicht, vor allem wenn sie vorne runter geht und droht vorne überzuschlagen, ja, dann gibt es sehr, sehr komische physikalische Spirenzien, die sie hier macht. Aber ich denke mal, mit dem neuen Fahrphysik, an der ja CLG auch arbeitet, wird das besser werden. Sonst ist sie aber im Gelände wirklich ganz gut geeignet. Kommt eigentlich soweit überall durch. Manchmal müsst ihr vielleicht ein bisschen vorsichtig fahren. Aber an sich funktioniert das gut. Ja, man hört auch schon, sie hat so einen krassen Startsound. Und danach kommt eigentlich kein großer Sound mehr. Also auch da muss wahrscheinlich nochmal nachgebessert werden. Ja, wir haben 3 Achsen. Keine lenkbare Achse. Entsprechend treiben wir entweder die linke oder die rechte Seite der Räder an. Damit sind wir natürlich dann auch so manövrierfähig, wie gerade gesehen. Ist also eine Art Panzerlenkung. Und ja, an sich ein kleines, schönes Transportvehikel. Muss man wirklich sagen. Wenn wir uns mal in den Fahrersitz begeben, dann sehen wir hier, dass die Aussicht auch ganz gut ist. Wir sind rundherum geschützt, haben also überall um uns herum etwas Fahrzeug und sind hier nicht irgendwie im Freien oder so. Und hier oben haben wir 3 Schalter. Einer ist fürs Power Management, einer ist fürs Motor Management, einer für die Türen und einer, um den Sitz zu verlassen. Dann haben wir hier noch 2 MFDs, die wir uns natürlich so einrichten können, wie wir das gerne hätten. Und ein 2D-Radar, wo wir auch schon einen Bösewicht drauf sehen. Eieiei, hoffentlich wird er uns gleich nicht angreifen. Ja, 2 Joysticks für die Steuerung und hier an der Seite haben wir noch 2 Tasten. Einmal für den Frontlader. Ihr seht das. Damit könnt ihr dann auch nochmal eine 1 SCU Cargo Crate, also eine Cargo-Kiste,
Anheben und Transportieren. Aber nicht verwechseln, es ist wirklich kein Gabelstapler. Der kann das also nicht nach oben heben, sondern hebt die Kiste nur so ein ganz klein bisschen über den Boden und damit kann man dann eben fahren. Ja, eine weitere Cargo Crate geht ja hier hinten rein. Und das ist also der Sinn dieser Klammern vorne. Es ist also wirklich ein Transportvehikel. Okay. Ja, viel mehr gibt es eigentlich hier drin nicht zu sagen. Dann verlassen wir mal unseren Fahrersitz. Schauen uns die Animation dazu noch an. So. Bäh. So. Dann wieder schließen. Sehr schön. Ja, betreten könnt ihr die Mule übrigens hier über diesen Schalter. Entweder Tür öffnen oder direkt betreten. Das ist also auch ganz gut gemacht. Und es gibt vor allem jetzt für alles Interaktionspunkte, was natürlich auch eine sehr schöne Sache ist. Ja, die Mule ist auch gut beleuchtet. Ihr seht schon, wir haben hier Scheinwerfer dran. Hier vorne haben wir Scheinwerfer dran, die auch in der Nacht ein ganz gutes Licht spenden. Und damit könnt ihr also auch in der Nacht ganz gut arbeiten. Ja, 3 Achsen, 6 Räder, das hatte ich schon gesagt. Dann gehen wir, würde ich sagen, einfach mal kurz ums Fahrzeug rum. Wir haben auch überall, wie schon gesagt, Interaktionspunkte für zum Beispiel auch die Komponenten. Nicht erschrecken, manche Sounds sind ein bisschen laut. Hier ist zum Beispiel ein Fuelport. Gut, alles klar. Beim letzten Mal war der Sound voll laut, jetzt ist er nicht mehr da. Egal. Diese Fuelport ist auch eine richtig interessante Sache. Da gab es nämlich ein Vehicle Q&A, also ein Star Citizen Live zu. Also nicht zu diesem Port, aber unter anderem wurde über diesen Port geredet. Und da wurde gesagt, dass also auch geplant ist, dass es Bodentankfahrzeuge geben wird. Es könnte also sein, dass wir bald auch noch einen Tankwagen von Cloud Imperium Games sehen, den wir dann kaufen können, entweder Outgame oder Ingame, je nachdem. Also für Echtgeld oder für Ingame-Geld. Denn natürlich kann man so eine Mule nicht mit der Starfarer betanken, das ist klar. Deswegen soll es da auch ein Bodentankfahrzeug für eben andere Fahrzeuge geben, um die entsprechend zu betanken. Ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie auch dafür die Atlas-Plattform nehmen, wie die Ballista oder der Spartan, und da einfach hinten einen Tank drauf klatschen. Muss man mal sehen, wie das am Ende aussieht. Ja, dann haben wir hier oben noch das Radar und die Kühler. Oder den Kühler. Kommt man auch super dran. Kann man schön dran arbeiten. Ja, dann haben wir hier hinten diese silbernen Gitter. Darauf können wir auf jeder Seite 3 Handboxes packen. Also zum Beispiel die Zeta-Prolanide, die wir von den Xenothreat-Missionen kennen. Oder ähnliche. Also auch zeitkritische Crates und so, also Cargo-Kisten, können man da drauf packen. Und ist dann natürlich mit der Mule entsprechend etwas schneller als zu Fuß. Hier haben wir auch noch 2 Komponenten drin. Batterie und Powerplant, glaube ich, waren das. Genau, Batterie und Powerplant. Ja, hier haben wir nochmal Platz für 3 Handboxes. Hier haben wir auch noch so eine Seitenablage. Da bin ich auch mal gespannt, was es damit noch auf sich hat. Man kann leider keine FPS-Waffen reinlegen oder ähnliches. Vielleicht kann man da später noch so einen Werkzeugkasteneinsatz oder sowas für erwerben. Muss man mal sehen. Auf jeden Fall auch sehr interessant. So, dann haben wir hier noch unseren Computer. Die Mule hat auch einen Computer. Ich würde das jetzt mal als 2 Computerblades ansehen, aber keine Ahnung. Das System wurde uns ja noch nicht vorgestellt. Ja, und dann gibt es hier auch noch den Personal Storage bzw. Vehicle Storage. Den können wir auch öffnen. Eigentlich sollte sich da jetzt ein Fenster öffnen. Moment, das probieren wir gleich nochmal. Ja, jetzt hat es geklappt. Und wir sehen hier also, wir haben 125.000 Micro-SEU, die wir hier noch an Stuff reinballern können. Und da können wir dann natürlich eben unsere, ja was weiß ich, Essen, Trinken, was man halt so braucht in der Mission, das könnte man da auch noch reinlegen. Ja, an sich ist die Mule ja dafür gedacht, dass man beispielsweise mit ihr dann bis direkt vor die Tür von der Bunkermission fährt, hat dann vorne und hinten so eine SCU-Kiste drauf und wenn man dann unten Handboxes findet, kann man die hier reinlegen in die Seitentaschen
Und den restlichen Stuff wie Rüstungen, Waffen und so weiter lädt man einfach in die einen SCU-Kisten rein. Und dann fährt man mit dem Mule und all seinem Stuff zusammen zurück zur eventuell ein paar hundert Meter entfernten, geparkten Carrack. Ja? Oder ähnlichen Schiffen, wo die Mule eben reinpasst. Also größere Schiffe, mit denen man anreist, mit einer größeren Truppe. Und dann hat man eben ein Fahrzeug, wo man alles dann an dann Loot reinballern kann und muss dann eben nicht ein paar Mal, vielleicht ein paar hundert Meter Strecke rennen. Das ist so die Grundidee von der Mule. Muss man mal gucken, ob sich das dann nachher tatsächlich als sinnvoll herausstellt. Aber so sieht das Ganze auf jeden Fall in-game aus. Weiter geht's mit dem Vehicle Q&A zur Drake Mule, das mit dem Sale zusammen online gegangen ist. Darin stellen sich die Entwickler 19 Fragen in Bezug auf die Mule und das wollen wir uns doch gleich mal anschauen. Frage Nummer 1. Ist die Fahrerkabine abgedichtet, damit das Fahrzeug in rauer Umgebung eingesetzt werden kann? Hat es eine Lebenserhaltungseinheit? Ja, sagen die Entwickler, es ist vollständig versiegelt, sodass sie im Fahrzeuginneren vor der Umwelt geschützt sind. Also auch giftige Atmosphären oder ähnliches sollten dann für euch kein Problem sein. Frage Nummer 2 ist, ob man einen schweren Umweltanzug, wie zum Beispiel die Pembroke Armor oder auch die Novikov Armor, am Steuer der Mule tragen kann oder ob das nicht passt. Und die Entwickler sagen hier, dass die Mule hier anderen Fahrzeugen oder Schiffen entsprechen wird, beziehungsweise mit denen übereinstimmen wird. Wenn es dort also nur eingeschränkten Zugang gibt oder eine eingeschränkte Nutzungsfähigkeit mit solchen Armor-Rüstungen beziehungsweise solchen Umweltanzügen, dann ist das auch bei der Mule der Fall. In Frage Nummer 3 geht es um die Panzerung. Und hier möchte die Community gerne wissen, wie gut gepanzert ist denn das Fahrzeug im Vergleich zu anderen Bodenfahrzeugen und erhält die im Heck geladene SCU einen Panzerungsbonus gegen eingehenden Schaden. Der Entwickler sagt hier, dass die Mule nicht gepanzert ist, da sie nicht für den Einsatz in Kampfumgebungen ausgelegt ist und sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Frachtlade- und Transportfahrzeug. Die Ladung im Heck ist auch nicht über den Innenraum des Fahrzeugs hinaus geschützt, also klar, sie ist von dem Fahrzeug teilweise dann umgeben, ne? Aber wenn man von hinten gerade auf die Kiste raufschießt, gibt das keinen irgendwie Bonus von dem Mule oder so, sondern ja, die eine SCU-Kiste ist dann so, als würde sie frei in der Umgebung rumstehen. Nächste Frage, in welche Schiffe passt die Mule? Und die Drake Mule soll, so sagt der Entwickler hier, in jedes Fahrzeug passen, in das auch ein Greycat Rock passt. Also das, glaube ich, bisher kleinste Bodenfahrzeug, mal abgesehen vom Greycat PTV vielleicht. Ja, so soll es sein. Nächste Frage, wie wendig und schnell ist sie denn im Vergleich zu anderen Bodenfahrzeugen? Kann sie sich auf der Stelle drehen, also wie ein Gabelstapler, um eben auch auf oder an Bord von Schiffen besser manövrieren zu können? Ja, sagt Cloud Imperium, es ist ein Kompaktlenkerfahrzeug und als solches kann es wie ein Gabelstapler auch auf der Stelle drehen, haben wir ja auch eben schon in-game gesehen. Aber von der Geschwindigkeit her ist sie eher am unteren Ende der Skala, da sie nicht auf Geschwindigkeit oder Rennen ausgelegt ist. Die nächste Frage, wie geländetauglich ist die Mule denn und beeinträchtigt eigentlich die Ladung auch die Geländegängigkeit? Ja, die Mule ist zwar in der Lage, im Gelände zu fahren, aber sie ist aufgrund ihrer Bodenfreiheit eigentlich nicht dafür ausgelegt, besonders grobe Geländeabschnitte zu überqueren, wie zum Beispiel der Cyclone oder der Urza, die sind da eher für ausgelegt. Aber ja, es funktioniert halt schon so ein bisschen. In Zukunft wird sich aber auch die Ladung und vor allem das Ladungsgewicht auf das Handling der Mule auswirken. Allerdings wird man auch merken, dass die Fracht eben sehr tief vom Schwerpunkt her transportiert wird und das ist natürlich grundsätzlich fürs Handling und für die Stabilität eine gute Sache. Nächste Frage, ist das Fahrzeug mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, die das Anfahren von SCU-Boxen erheblich erleichtern würde, ohne auf eine Third-Person-Kamera-Perspektive umschalten zu müssen? Hier sagt Cloud Imperium, ja, alle Fahrzeuge und Schiffe im Spiel haben eine Rückfahrkamera, sie ist jedoch nicht standardmäßig von der Tastaturbelegung her belegt, Spieler können dies aber über das Optionsmenü aktivieren. Nächste Frage, wird die SCU-Box am Heck über einen automatischen Prozess ins Fahrzeug eingeführt und ausgegeben oder muss sie physisch hineingeschoben oder herausgezogen werden? Hier sagen die Entwickler, dass der Mechanismus am Heck, wenn die Kiste denn mal drunter steht, dann automatisch auch die Kiste am Fahrzeug verriegelt. Aber sie muss entweder über einen Traktorstrahl oder übers Darüberfahren halt erstmal unter das Fahrzeug gebracht werden. Die nächste Frage. Einige Missionskisten oder auch Frachtkisten sind ja instabil, zum Beispiel explosiv oder quantumempfindlich. Wie ist das eigentlich? Kann die Mule entsprechende Erschütterungen abfedern, damit die Kisten darin trotzdem
recht sicher transportiert werden können. Ja, die Entwickler sagen hier, dass die Kisten ja fest mit dem Chassis verbunden sind und somit schon einiges an Aufprallenergie abfedern können. Aber direkte Treffer sollten auf jeden Fall Anlass zur Sorge geben und sind natürlich nicht zu empfehlen. Ja, und dann kommt auch schon die nächste Frage. Können die 6 Handboxes manuell geladen werden? Also kann man die vom Boden aus erreichen oder müssen sie mit einem Traktorstrahl da oben platziert werden in diesen silbernen Gitterboxen? Und hier sagen die Entwickler, dass sie vom Boden aus erreicht werden können und aktuell sogar per Hand geladen werden müssen. In Zukunft soll man aber auch mit Hilfe eines Traktorstrahls diese Kisten oben einrasten lassen können. In der nächsten Frage geht es nochmal um diese silbernen Gitter, wo man die Missions- oder die Handboxen eben reinlegen kann. Und zwar sind die Kisten darin wirklich ganz fest arretiert, also können sie beim Fahren nicht rausfallen oder besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie, wenn man mit der Mule zum Beispiel über Stock und Stein springt, dann auch irgendwann mal fliegen gehen? Und nein, sagt der Entwickler, die sind also auf jeden Fall da fest arretiert und können nicht rausfallen, wenn man sie denn verankert hat. In der nächsten Frage geht es um die vorderen Klammern, die wir uns ja auch eben schon mal angeschaut haben in-game, und ob die Kisten über andere Kisten heben können. Also wie ein Gabelstapler fungieren. Und hier wird nochmal explizit gesagt, dass das nicht der Fall ist. Also die vordere SCU-Halterung, die hebt sich ein bisschen an, um die Kiste eben vom Boden zu heben. Aber man kann damit nicht wie bei einem herkömmlichen Gabelstapler Kisten stapeln. Ist übrigens eine vertane Chance, wie ich finde, für die Mule. Dann wäre es nämlich wirklich der Star Citizen Gabelstapler geworden. Und dann hätte ich mir wahrscheinlich auch einen geholt. So werde ich mir wahrscheinlich keinen holen, weil mir aktuell noch der Einsatz dazu fehlt. In der nächsten Frage geht es im Prinzip nochmal um das Gleiche, ob die Mule die Möglichkeit hat, eine Kiste über eine andere zu heben, hat sie eben nicht. Was aber interessant ist, ist, dass CIG hier reinschreibt, dass das in Zukunft von einem Kran oder einem Traktorstrahl erledigt werden muss. Also gerade in Schiffen bin ich mal gespannt, ob da überall ein Kran montiert ist oder ob da auch zum Beispiel der FPS-Traktorstrahl für ausreicht. Ja, oder ob halt in Frachträumen generell dann irgendwo Traktorstrahlen in der Decke sind, die dafür sorgen oder dazu helfen, große Kisten transportieren zu können. Also zum Beispiel bei der Merchantman könnte ich mir vorstellen, da sind ja sehr große SCU-Kisten drin, dass die dann irgendwie über einen Kran im Frachtraum transportiert oder manövriert werden können. Ja, die nächste Frage. Kann die Mule in Hangars gespawnt werden, in denen wir landen, damit wir Fracht in Landezonen schneller ein- und ausladen können? Ist auch eine sehr interessante Frage. Und Cloud Imperium antwortet wie folgt. Sobald wir dauerhafte Hangars und das aktualisierte Frachtsystem zum Laufen gebracht haben, möchten wir den Spielern verschiedene Möglichkeiten bieten, ihre gelandeten und angedockten Schiffe zu laden und zu entladen. Dies könnte über die Dinge wie tragbare Traktorstrahlen und Fahrzeuge wie die Mule, SRV und MPUV erfolgen. Nächste Frage ist auch sehr interessant. Bietet die Mule Platz für persönliches Inventar oder Waffenregale? Und CIG sagt hier, ja, die Mule hat beides. Wir haben ja gerade in-game schon gesehen, also den Personal Storage, den haben wir gefunden. Waffenregale aber nicht. Es könnte aber sein, dass diese ausziehbare Schublade, die ich erst für so eine Art Werkzeugkofferhalterung hielt, dass das vielleicht eigentlich dazu gedacht ist, FPS-Waffen darin zu lagern. Wäre ja auch nicht verkehrt. So, in der nächsten Frage geht es nochmal um die vorderen Klammern und da wird gefragt, wie die denn die Fracht eigentlich festhalten, ob die von unten heben oder von der Seite klemmen oder wie auch immer. Und Cloud Imperium stellt hier klar, dass die also von den Seiten die Fracht zwischen sich einklemmen und die Fracht dann mit Hilfe von Magneten an Ort und Stelle gehalten wird. Nächste Frage. Beim Beladen ist es ja häufig wichtig, dass man feinfühlig agiert und nur kleine Schritte nach vorne macht. Und entsprechend wird gefragt, wie einstellbar ist denn der Gashebel bei empfindlicher Beladung von vorne? Und CIG sagt hier, dass der Gashebel zwar nicht einstellbar ist, aber die Gesamtbeschleunigung ist niedrig genug, damit man eben feinfühlig und genau beladen kann. Ja, dann haben wir auch noch eine interessante Frage, und zwar, ob es einen Backup-Piepton gibt, der andere Spieler warnt, bevor sie zum Beispiel hinter dem Fahrzeug zerquetscht werden. Oder ein Horn oder irgendwas sonst. Also ihr kennt das ja, wenn LKWs zurückfahren, dann gibt es immer dieses Piep, Piep, Piep. Und das ist halt die Frage, ob es sowas gibt. Nein, aktuell gibt es sowas nicht, sagt Cloud Imperium. Und ja, hier wird auch nicht in Aussicht gestellt, dass sowas kommen soll. Und die letzte der 19 Fragen ist, was passiert denn mit der Beleuchtung der Mule, wenn sie vorne eine Kiste hochhebt? Haben wir dann trotzdem noch eine gute Sicht nach vorne und eben eine gute Ausleuchtung oder nicht? Und CIG sagt hier, ja, wenn die Kiste nur so ein bisschen angehoben wird,
dann gehen die Lichter drumherum bzw. leuchten unter der Kiste her. Also sollte auch das gewährleistet sein. Ja, Freunde, am Ende bleiben uns noch die Preise, über die wir uns natürlich unterhalten müssen. Und hier habe ich euch nochmal so eine Sales-Page gebaut. Da ist, denke ich mal, für jeden was dabei. Wir haben auf der oberen Seite die Euro-Preise und auf der unteren Seite die Dollar-Preise. Oben seht ihr die ersten beiden Angebote. Das sind die Warbond-Angebote. Könnt ihr also nur mit frischem Geld erwerben, keine Store-Credits. Und aus Deutschland ist da natürlich immer im Euro-Preis auch die Mehrwertsteuer enthalten. Da gibt es einmal ein Angebot für alle Star Citizen Bäcker, das ist das Angebot, wo nur Mule steht, für 43,32. Da bekommt ihr also den Standard Paint der Mule. Und dann gibt es auch noch ein Angebot für Chairman's Club Member. Wenn ihr also über $1000 im Spiel investiert habt, dann könnt ihr die Mule plus diesen Smokestack Paint kaufen. Kostet genau dasselbe. Bei beiden ist natürlich auch eine Lifetime Insurance dabei, so wie sich das für ein Warbond Pledge gehört. Also vielleicht auch als LTI-Token zu gebrauchen, wobei das schon ziemlich teuer ist, ne? Muss man auch sagen, für ein LTI-Token. Aber gut, wer möchte, der kann da zuschlagen. Ja, ansonsten, wenn ihr so ein bisschen Store-Credits benutzen wollt, ne, also nicht alles mit frischem Geld bezahlen wollt, dann kostet die Mule in der ILW-Edition 48,73 €. Dann könnt ihr dann eben beliebig viele Store-Credits beimischen. Oder ihr kauft nur mit Store-Credits, das geht natürlich auch, dann ist die untere Zeile für euch relevant. Da könnt ihr die Warbond-Pledges, wenn ihr in Deutschland sitzt, eigentlich ausblenden, weil die könnte man jetzt so nur aus Amerika zum Beispiel kaufen. Und für euch ist dann der letzte Punkt das Mule ILW Standalone Pack da unten. Das ist für euch relevant, denn die Mule hat einfach einen Gegenwert von $45. Und entweder könnt ihr mit 45 Store Credit Dollar euch eine Mule holen mit der ILW-Versicherung, also 10 Jahre oder 120 Monate. Oder ihr upgradet von einem Schiff, was zum Beispiel $40 kostet, auf die Mule, dann kostet das Upgrade von 40 auf 45 eben $5. Ja, das könntet ihr auch machen, deswegen habe ich euch das hier mal so aufgelistet. Und es gibt halt auch noch einige Paints, die habe ich euch hier auf der nächsten Seite aufgelistet. Oben die Euro-Preise, unten die Dollar-Preise, da könnt ihr das auch so machen, wie ihr das gerne hättet. Dieser Smokestack-Paint, dieser gräuliche, der ist Chairman's Club Exclusive. Und dann gibt es noch einen Bushwhacker-Paint, der ist so grünlich. Und es gibt noch einen Reburn-Paint, der ist so rötlich. Ja, Freunde, das waren dann doch wirklich alle Informationen, die ich euch zu diesem kleinen Bodenfahrzeug geben kann. Ja, ich hoffe, da waren heute einige interessante Informationen für euch dabei. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr zur Mule denkt. Mittlerweile können wir ja jetzt frei darüber reden, nachdem sie auf der Drake Defense Con offiziell vorgestellt wurde. Vorher hatte ich ja schon mal ein Preview-Video gemacht, habe das aber so ein bisschen unter dem Mantel der, ja, Vorsicht, Spoiler-Warnung gehalten, weil sie halt zwar im öffentlichen PTU für alle testbar war, aber sie war halt noch nicht offiziell vorgestellt. Deswegen gibt es auch dieses offizielle Video jetzt mit ganz vielen neuen Informationen zum Mule nochmal von mir. Ich hoffe, das war so für euch okay. Wunderbar, Freunde, dann, wie gesagt, hoffe ich, dass da einige interessante Informationen für euch dabei waren und ich hoffe vor allem natürlich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, wegtreten!